Und wenn wir uns den Islam anschauen, den Koran anschauen, wie oft Allah subhanahu wa ta'ala im Koran über die Dankbarkeit spricht, wie der Koran im Allgemeinen aufgebaut ist und alle Ibadats im Islam aufgebaut sind, so haben sie alle eine direkte Verbindung mit der Dankbarkeit. Alle Taten im Islam. Diese ganzen Dua oder Adriya, ja, Plural, die ganzen Adriya, die man spricht, die ganzen Adhkar, die man spricht morgens und abends, die sind voll, komplett gefüllt mit Dankbarkeit. Ja, sagt La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd. Ja, ihm ist das Königreich und ihm ist der ganze Dank oder der ganze Lob gebührt Allah subhanahu wa ta'ala. Und diese Bittgebete, Alhamdulillah, الذي أحيانا بعد ما أماتنا الحمد لله رب, diese ganzen Bittgebete, die uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beigebracht hat, wenn du zu Hause reinkommst, wenn du rausgehst, wenn du dieses machst, wenn du das gemacht hast, wenn du gegessen hast, all diese Bittgebete, die beinhalten allesamt Dankbarkeit zu Allah.